Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Age of Engineering, natürlich mit mir, eurem Sunny. Ehrlich gesagt, ich fühle mich jetzt so sehr an ein Let's Play erinnert, dass ich am liebsten eine Mod hätte, mit der man mit Schaufeln die Schafe von ihrer Wolle befreien könnte, ohne sie zu töten. So. Zack. So, dann machen wir hier jetzt einfach mal. Die Mod ist hier mit drauf. Okay. Also, wenn ich mich nicht irre, kann man mit den Würmern sogar dafür sorgen, dass man ohne Wasser pflanzen kann. Das hatte ich mal irgendwo gesehen. Das müssen wir unbedingt dann mal ausprobieren. So, aber jetzt erstmal. So, machen wir hier vorne mal die Hemp Seeds hin. Und so. Zack. Okay, super. Den Wurm würde ich mir mal behalten und vielleicht dann testen hinten. Das wäre ja vielleicht ganz gut. So, was haben wir da? Alabaster, na klar, den habe ich natürlich mitgenommen, warum auch immer. Also hier haben wir Clay. Was ist das da? Oh ja, Gravel, sehr gut. Genau der Junge, nach dem ich gesucht habe. Prima. So. Ja, hier kann ich auch. So. Okay. Gut, den da auch, den da auch, den da auch. So, sehr schön. Ich habe jetzt versucht, gerade mal nur die abzubauen, die dann noch dafür sorgen, dass man weiterhin, dass sich das Wasser noch erneuert. So. Allerdings war ja die Empfehlung eigentlich, Mining nicht hier zu betreiben. Aber was ist das denn? Rice Seeds. Kein Tool angegeben, kann ich einfach so zerschlagen. So, da habe ich Rice Seeds und Rice, was ja eigentlich das gleiche sein müsste. Und kann ich das jetzt hier irgendwie anbauen? Rice Seeds? Wie baue ich die denn jetzt an? Hallo? Wie baue ich denn jetzt diese Rice Seeds an? Hä? Wie werden die jetzt angebaut? Also hier stehen die doch einfach auf dem Wasser, aber da fällt er doch einfach nur durch. Hä? Wie wird. Also ich fänd's mega cool, so ein bisschen Reis und sowas halt zu haben. Bin ja großer Sushi-Fan, aber ja, nö, also keine Ahnung. Muss ich mir entweder mal angucken. Das ist bestimmt auch total häufig gegoogelt zu Minecraft-Thema. Wie baue ich den Sand aus Edgekill Editions an? Den Reis, den Sand? Habe ich gerade Sand gesagt? Ach komm, mach weg hier. So. Okay. Wie viel Gravel haben wir denn? Echt wenig. Echt wenig, leider. Brauchen wir auf jeden Fall mehr. So. So. Ach komm, kannst du Vieh mal aus dem. Na gut, dann gib mir wenigstens. Wenn du mir nicht aus dem Weg gehen willst, dann stirbst du halt. Und gibst mir wenigstens schon mal deinen Tintensack, den ich bestimmt noch für irgendwas gebrauchen kann. So. Zack. Voilà. Da haben wir ein bisschen was. Immer noch so wenig eigentlich. So. So. So, da brauchen wir noch vor allem Sand und das andere Zeug. Ja, also wir werden recht viel davon brauchen. Ich hoffe, dass man wieder das so machen kann, dass man die Seared Bricks auch aus Kobble herstellen kann, den man dann halt in der kleinen Schmiede dann einschmilzt.
Ja, und wir brauchen Lava. Das müssen wir uns auch noch unbedingt drum kümmern. So, ich nehme mir auch noch mal ein bisschen Holz mit hier. So, ach du Schande. Naja, da habe ich mir genau den richtigen Baum für ausgesucht. Super. Hast du gut ge drauf geachtet? Schade, den hätte ich mal lieber stehen lassen sollen. Was habe ich dabei? Ja, ich habe Dirt dabei. So. Okay. So. Erstmal ein bisschen so Grundressourcen halt einsammeln und so eine leichte Grundversorgung machen. Wir werden dann jetzt gleich, ehrlich gesagt, das wäre jetzt echt das Nächste, was ich eigentlich machen sollte, dieses Mining-Portal bauen anscheinend. Weil wir haben jetzt eigentlich alles. Wir haben mindestens einen Flint, habe ich eingesammelt. Ich weiß nicht, ob wir mehr hatten. Drei haben wir, sehe ich gerade. Das bedeutet, wir können auf jeden Fall das Mining-Portal bauen. Und dann würde ich sagen, dann mache ich das auch gleich mal und gehe mal in diese Mining-Welt und muss mal gucken, wie die dann aussieht. So. Schön. Haben wir hier jetzt langsam mal alles wo draus? Ne, da ist immer noch. Noch mehr. Da oben ist noch, sehe ich gerade. Oh, da ist noch mehr. Komm ich da noch ran? Ja. Ah, noch einer. Da komme ich dann jetzt schon langsam nicht mehr ran. Bauen wir hier halt das hin. So. Hier ist noch was. Jetzt löst sich aber langsam mal hier ein bisschen das Blätterwerk auf, sehe ich gerade. So. Ist immer noch was drin, ey. Boah, was für ein riesiger Baum. So. Ich weiß gar nicht, ob hier F-F-Tools oder sowas für so eine unsere Baumfarben drin ist oder so. Müssen wir mal gucken. Vielleicht ist Forestry oder so drin. Da weiß ich, dass die auch Automatisierung haben und zwar auf Multiblockmaschinen. Das ist natürlich cool, aber auch immer viel anstrengender, finde ich. Und meistens bringen die gar nicht so viel mehr, aber sie sehen natürlich hübscher aus. Ne? Der gleiche Grund, wenn man auch Immersive Engineering ja benutzt. Es sieht einfach mega geil aus. So. Aber es ist halt schon manchmal schade, dass in bestimmten Modpacks bestimmte Sachen halt einfach niemals benutzt werden, weil einfach andere Sachen einfacher die Sache viel besser erledigen. Ne? Das ist halt echt schade. So, jetzt haben wir ein paar Oak-Saplings, das ist natürlich gut. Es wird jetzt aber auch schon wieder dunkel, sehe ich gerade. Ist hier noch irgendwo Wood drin? Da ist noch Wood drin, ne? Hier sieht gut aus. Gut, ich gehe rasch pennen, bevor wir von irgendwas Unangenehmem überrascht werden. So. Beziehungsweise ich gehe erstmal nach Hause. Aber ich werde noch mal ein bisschen was erledigen in der Höhle. Es klang gerade noch eine Spinne. Wahrscheinlich unter mir. Ich laufe wahrscheinlich gerade auf diesem Höhlengang lang. Zack. So. Oh, ich brauche langsam Nahrung, sehe ich gerade. Gut, dass wir hier ein bisschen was durchgebraten haben. So, dann nehme ich mir das gleich mal. Zack, und nochmal. Okay, gut. Dann brauchen wir diese Mining-Geschichte, das da. Ah, Cobblestone. Okay, na, Cobblestone haben wir ja hier. So ein bisschen was. Zumindestens. So. Ein Stick. Okay. Na gut, das kriegen wir auch noch organisiert. Ach, das ist ja schön, dass man jetzt hier die gleich alle auf einmal machen kann. Also gleich aus dem Wood. Das ist. Ach so. Da brauche ich natürlich eine neue Hoe für. Mache ich mir auch gleich noch mal eine. So.
Prima. Wollen wir uns schon schlafen legen oder? Nee, wir machen jetzt erstmal noch ein bisschen was. Und zwar, da würde ich sagen, die Portal Frames. Dafür brauchen wir diese Dinger hier. Dafür brauchen wir Stone. Den haben wir hier. So. Zack. Dann das dahin. Das dahin. Und voilà, wir haben die Portal Frame Blöcke. Ich finde, die sehen auch echt cool aus. Also, die könnte man eventuell auch so mal verwenden. Ich weiß gar nicht so genau, wofür dieses Mining-Multitool genau da ist. Weil ich finde jetzt nicht, dass der irgendwie andere Sachen schneller abbaut oder so. Also, ich weiß es nicht. Cobblestone. So, wir haben Sand, haben wir ein bisschen was. Wir haben den da. Wir haben ein bisschen Clay. Aber das ist alles noch echt wenig, ne? Also Clay in die Mitte, Sand und Gravel. Damit bekommen wir 8 Grout. Apropos, können wir ja mal ganz kurz gucken. Grout. Grout, also Mörtel ist das ja im Endeffekt. Ich werde mir das nicht auf Deutsch umstellen, bitte nicht übel nehmen. Aber ich bin des Englischen halbwegs mächtig. Nicht gut. Klar, ich gebe es offen zu, aber zumindest so weit, dass ich sage, hey, Minecraft stellt meistens keine Herausforderungen für mich dar. Und wenn ich nach was suche, dann ist es halt auf Deutsch deutlich schwieriger als auf Englisch. So, da brauchen wir jetzt, diesmal nicht den Fehler machen, 4 davon. Und damit kriegen wir genau die 32 durch. Das passt gut. So, dann gehen wir mal schlafen. Prima. Dummerweise bekommen wir ja nur diese Seared Bricks hier raus, diese kleinen. Und das heißt, wir müssen die jetzt zusammencraften zu einem großen. Das heißt, wir brauchen die 32, geben uns gerade mal 8 Stück. Und wir brauchen mehr. Deutlich mehr. Ich hoffe, warte mal, wir machen aus denen. Wie heißt das doch mal? Smeltery? Genau, Seared Stone, Seared Stone, genau. Seared Stone können wir aus dem Ding machen. Das können wir, nehmen wir Stone oder Cobblestone. Ja, okay, es geht also. Das ist sehr schön. Das freut mich doch sehr. Haben wir hier auch einen Hopper oder so? Und wenn ja, was brauchen wir denn dafür? Für den Hopper brauchen wir Aluminium-Ingots und eine Chest. Okay. Gut, Greater Hopper. Brauchen wir einen Hopper und Iron Bars für. Dann haben wir einen Grated. Nicht Greater, Grated. Ein Wooden Chopper. Nicht Hopper, Wooden Chopper. Okay. Can plant and harvest all types of tree. Machine should be placed the same level as saplings. Aha. Braucht das Strom? Ach, der wird wahrscheinlich mit Holz befeuert, ja, Kohle oder Holz befeuert, ne? Sonst wäre das, würde das keinen Sinn machen, dass der Furnace drin ist. Aber das würde uns ja die Sache schon mal sehr erleichtern, so ein Ding einfach mal hinzustellen. Ne? Und den könnten wir ja dann mit Holz befeuern. Ist die Frage, ob der dann halt effektiv ist. Müsste man mal gucken. Wie bauen wir das Ding? Eigentlich nicht wirklich schwer. Das könnte man doch einfach mal probieren. So, ich brauche Cobblestone. Ich brauche Wood Planks. Haben wir nicht noch hier Wood Planks? So. Ja, und direkt Wood bräuchten wir noch ein bisschen was. So. So, den Furnace. Zack, ein. Ich mache mal eine Reserve schon mal. Dann brauchen wir eine Wooden Axe. Nee, ich hätte gerne eine ganz normale Wooden Axe. So. Zack. Keine aus irgendwelchen krassen Mega-Geschichten. So. Jetzt haben wir aber alles zusammen, ne? Ja, okay, gut. Wooden Chopper. So. Kann ich da nicht einfach mit der Taste rübergehen? Oder gibt es da.
paar Tricks oder so für den Inventory Tweak. Na gut, müsste jetzt Tag sein, genau. Achso, ich sollte vielleicht ein bisschen Holz zum Befeuern mitnehmen. Geh mal her. Was hast du da? Darkwood, ich nehme mal den normalen Oakwood mit. Und ich nehme ein paar Oak Saplings mit. So. So, mal gucken, wie das Ding funktioniert. Weil das wäre halt schön, wenn uns das wirklich schon so ein einfacher Block. Okay. Ah, wir müssen ihm auch noch eine Axt geben. Ah, ich kann nur eine Holzaxt nehmen. Okay, das macht irgendwie ja sogar Sinn, weil es ja nur ein Wooden Chopper ist. So, Moment. Haben wir. Herrgott, was soll's? Ganz ehrlich. So, zack. Da haben wir ein bisschen was. So. Und zack. So, das haben wir. Und ich vermute mal, dann werden wir Kohle benutzen müssen und können kein Holz benutzen. Zumindest sah das so aus. Aber wir probieren es mal. So. Ich nehme den nochmal weg und stelle ihn mal einen um. Was? Der ist weg! Ach, Menno! Gut, dass ich. Ach, das ist ja doof. So, wir haben noch ein Furnace. Wir haben noch eine Holzaxt. Davon müssen wir gleich noch eine machen. Sekunde, zack. So, was fehlt uns denn noch für diesen Wooden Chopper? Eine Kiste, okay. So, zack. Und da haben wir jetzt aber alles. Okay, den kann man nicht so einfach umstellen. Gut, weiß ich jetzt. Habe ich aber nicht mit gerechnet. Achso, gleich mal als Experiment. Sekunde. So, achso, ich brauche den Wurm. Warte mal. Wo ist der Wurm? Da ist der Wurm. So. Zack. Genau. Und da seht ihr, dieser Wurm sorgt tatsächlich dafür, dass diese anderen Sachen befeuchtet werden. Voll cool. So, mal sehen, mit welchem Radius arbeitet denn dieser Wurm? Anscheinend genau mit einem 3x3 Feld. Das ist ja mega cool. Da können wir gleich direkt hier vor der Tür nämlich uns ein kleines Weizenfeld anlegen. So. Okay. Dann kommt hier die Axt rein. Können wir damit feuern? Können wir. Aha. Okay, und er hat ihn jetzt geplaced. Sehr schön. Not ready, need fuel. Okay. Waiting. Okay. Gut, ich habe jetzt mal die neuen reingeschmissen. Also insgesamt hatten wir 10 Stück reingeschmissen. Ich gucke dann mal, das müssen wir dann halt gucken, ob sich das irgendwie positiv verschiebt mit Holz. Aber ich wette, wir müssen da dann Charcoal verwenden, damit wir da eine positive Verschiebung haben. Das hier finde ich mega cool. Also das ist echt gut. Das war eine schöne, einfache Sache. Und ich finde das gut, dass ich das noch mal gesehen hatte. So. Das hier fand ich nicht so cool. Das hier sah doof aus. Wir haben aber ein bisschen Dirt. Damit sollten wir das von außen so schließen können, dass das ein bisschen echter aussieht. Ne? So ist okay. Machen wir so. Das sieht vernünftig aus, denke ich mal. Okay. Gut. Natürlich mit der Tür, die dann hier gleich steht, natürlich nicht mehr so realistisch, aber hey, was soll's. das haben wir jetzt. Gut, dann würde ich jetzt das Portal aufstellen. Genau. Ich brauche noch ein paar Fackeln, damit ich da unten mal ausleuchten kann. So.
So und so. Zack. Was ich mal hätte gleich noch probieren sollen, ob ich Kohle da überhaupt reinlegen kann an das Ding. Allerdings würde ich halt die Kohle ungern dafür verballern. Mal gucken. Aber im Moment ist ja auch Waiting. Kann ich die Kohle reinlegen? Ja, kann ich. Okay. So. Ich werde mir noch ein paar Werkzeuge herstellen und ein Schwert. Ich werde mir auch mal rasch noch ein Steinschwert herstellen. Zack. Und Cobblestone. Ach ne, so rum. So. Machen wir uns ruhig gleich 2. 1. Nein, so rum. So rum. So rum. Zack. So, die. Ho, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das kann ich da rein. Den brauche ich noch. Das kann da rein. So. Nein, die Torches will ich mitnehmen. Die Sticks und ehrlich gesagt die Kohle auch, falls ich mir mehr machen möchte. So, gut. Ein bisschen Holz wäre eigentlich auch immer nicht schlecht. Ein bisschen Holz sollte man immer dabei haben. So. Okay. Aha. Also muss so ein immer wieder anscheinend feuchtet er das an. Okay, aber das reicht ja. Anscheinend funktioniert's. Gut. Der hier läuft noch, genau. So, es wird dunkel. Es wird schon wieder dunkel. Ich wollte jetzt eigentlich gerade in die Höhle rein, aber ich sehe gerade, wir haben sowieso die 20 Minuten rum, dann werden wir das Portal in der nächsten Folge aufstellen. Ich habe auch gar nicht die Portal-Stones dabei. Eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns zur nächsten Folge und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und jo. Ciao.